Geschwätz. Hallihallo, liebe Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Folge, die Nachbarsbauern-Challenge der Generationen. Ich bin der verrückte Franke und mitspielen tun noch der Gacki, der ist da drüben am Vermehrungsgras zerlegen, und im Gegnerteam der Bennett und der Simon. Grüße Grüß Gott. euch. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Grüß Gott. Gott. Das ist aber in Bayern eher so mittlerweile eine Beleidigung, ne, wenn man sowas sagt, ne? Ja, passt schon. In Grüß Gott? Ja. Warum? Weil du Ja, dein Bein mal gescheit und das weil kleine Geschwätz da. den Gott kannst du immer nur dann grüßen, wenn du gestorben bist. Also heißt es auf Halbdeutsch, geh sterben. Ja, Bennett noch gerne, oder? Ja, genau, geht ihr mal. Ich User was moved out of your channel. Die ziehen sich gegenseitig. Ja. Will ich wissen, war. Nee. Nein, nein, wir arbeiten lieber. Stell diese Frage nicht. Stell diese Frage nicht. Genau, so ist es. Oh, ich super mein. Ah, okay. Besser. Irgendwie habe ich jetzt die ganze Zeit schon total Lust auf Außenkamera zu fahren. Ich weiß auch nicht warum. Normalerweise fahre ich ja alles irgendwie Innenperspektive, aber jetzt habe ich irgendwie. Ja, kommt mal vor. So. Die Frage ist, wie lange wollen wir dann jetzt da noch warten? Weil der Preis ist ja gut, ne? Ich würde sagen, zumindest noch so lange, bis ich das Feld hier fertig habe. Bis er nicht mehr steigt, wollen wir so lange abwarten? Ich meine, ich hatte eben geguckt, es war kein grüner Pfeil mehr. Also ich glaube, das ist maximal jetzt. Wenn mich nicht alles täuscht, in der Pause hatte ich eben mal geguckt gehabt. Weil so viel ist das hier auch nicht mehr. Der hat jetzt auch gar nicht mehr. Ach so. Hä? Aber da drüben ist doch noch was drin. Vierhundertvierundvierzig Liter sind hier noch. Oh Gott, die habe ich jetzt einfach unterschlagen, die 400 Liter. Oha. Kannst du mir das verzeihen? Oh, das war der falsche Vorwärtsgang. Gerade so. Aber man könnte gucken, dass wir, wenn wir das Vermehrungsgras wegbringen, dass wir das zusammen wegbringen, dass der Preisdrop nicht allzu groß ist. Weil ich weiß nicht, wie schnell da der Preisverfall ist, dass man praktisch beide Anhänger nimmt und dann. Die, ja, die kannst du eigentlich hintereinander koppeln, oder? Das kann auch. Oder zusammen Ja. kann man auch machen. Frage, ob du das schon mal vorbereiten willst, weil wir den einen Anhänger eh umkonfigurieren müssen noch, das Ach so, dafür. stimmt ja. Und bis Ja, dahin bin dumm. ich nämlich dann, denke ich mal, hier auch fertig. Ach so, aber ja, das lassen, glaube ich. Wir haben, glaube ich, keinen Schlepper, der stark genug ist. Der Case müsste das schaffen. Oder ansonsten machen wir es eben mit zweien. Ja. Dann Ich kann die kommt auch der. zusammenkoppeln, also mir ist es egal. Dann kann halt einer hier noch weiter Gas abfahren, ne? Boah. Einfach testen, ob es geht. Weil ich bin nämlich jetzt hier gleich fertig. Gucke ich mal, wie viel in den kleinen Anhänger noch reingeht.
Weil das Ding ist halt, wenn die anderen jetzt auch vielleicht gerade Ackergras machen, ich weiß nicht, wo die wollen. Ja, die sind auch auf dem, zumindest auf dem Ackergrasfeld, dass die auch verkaufen. Da sollten wir uns beeilen. Dass wir das Zeug erst da wegbringen. Mhm. So. Gras kriegen wir zur Not auch. Ach ja. Trauen lassen. Auch noch danach gesammelt. So, ich hol mal den Steier und tu mal den kleinen Anhänger anhängen. Steier. Nehmen wir den. So, professionell rückwärts reingefahren. Oh, aber den kriege ich so nicht aus, ne? Wenn ich den jetzt hier. Ne, das geht nicht. Warte, warte, warte. Das ist schlecht. Das machen wir so nicht. Aber wenn ich den umgucken für Gersch, dann steht er ja anders da, ne? Mhm. Vermutlich sehr gerade. Wenn ich ihn zu Chaps einstelle, dann Es sind jetzt noch 60.000 im Lager. Das heißt, es wären noch zwei große Anhänger. Konfigurieren. Hallo? Konfigurieren. Wir müssen zur Bäckerei. Oh, das sieht gut aus. Nimmst du den Anhänger auch mit? Nein. So, passt doch. Ich würde sagen, wir fahren einfach zusammen. Okay. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Dann gucken wir mal, was wir da jetzt rausbekommen. Aber auf der Agrarhandel steigt ja noch der Preis und der ist fast gleich auf mittlerweile, ne? Aber ich glaube nicht, dass der noch so hoch kommt. Was denn? Fährt einfach los. Du kannst auch rechts übers Feld fahren. Nö. Ich fahre nicht über Felder. Gut, dann fahre ich auch hinter dir her. Wir sind ja nicht so wie die Rookies, die querbeet ein über alles drüber heizen, was hier den Bauern. Ja, es wäre ja ein abgeerntetes Feld gewesen. So. Ich weiß sogar, wo die Bäckerei ist. Oh Gott. Der ist aber ganz schön leicht auf der Vorderachse. Oh, ja. Hast du gemerkt, was ich gemeint habe? Ja, und ich habe nur 17.000 Liter hier drin. Und die zweite Fuhre verkaufen wir dann bei der anderen Verkaufsstation. Vielleicht droppt die dann auch runter. Dann kriegen die, da haben sie auf beiden Stationen einen Scheißpreis. Das können wir machen. Also ich weiß, wo die Bäckerei ist. Fahren wir dann dahin, oder? Folge dir ganz dicht. Ja, ich muss dann gleich mal bremsen, ne?
Okay, dann bremse ich jetzt schon mal. Beziehungsweise ich gehe vom Gas. Blinker, Wahnsinn. Da müsste ja jetzt eine ganze Menge. Oh, ja, ja, ja! Der guckt hier auch nicht, hier, der Bennett. Er ist mir voll in die Kiste gefahren. Ich glaube, ja, das war Absicht. Aber, ha, warte mal, warte mal. Ah, gut, ich spare gerade ein bisschen Benzin. Ich habe mich in seinen Anhänger eingehakt. Aber ich glaube, die verkaufen auch Ackergras hier. Also zumindest, weiß gar nicht, wollen wir. Der hintere ist leer, ja, im vorderen hat er Ackergras drin. Oh, Warfahrt. Mal noch bleibt der Preis. Mhm. Aber das Sümmchen war schon nice, ne? Ja. So, also Bennett ist fertig. Jetzt fahre ich drauf. Ja, ich glaube, mit dem zweiten Anhänger von dir kommen wir dann schon sehr nahe zu dem neuen Feld. Ja. Oh, ja, ja. Der seine doofen Anhänger hier auf der Straße stehen, das bin ich jetzt voll in den Milchlaster reingeknallt und klemm fest. Das hat er absichtlich gemacht, der Sack. Ja. Ja, dann kann man uns ja gleich mal ein Fältchen aussuchen, ne? Hier, wo man wieder durchkomme. Ich nehme gleich den Frontlader und schmeiß dem die Anhänger irgendwie hier in den Vorgang. Mach. Wenn ich da irgendwie rankomme. Wenn ich da um den Milchlaster rumschlawenzeln. Gucken, ob ich das schaffe mit meinem kleinen Steier. Ja, Simon, jetzt kommst du mit deinem Drescher hier nicht durch. Pech gehabt. Jetzt guckt er blöd. Ja, so geht das. Ich krieg die nicht wirklich weggehoben. Ja, ich bin gleich da. Wenn du noch kurz wartest. Ah, ja, 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 so, so, komm, komm. Ja. Oh, jetzt stellt er sich wieder auf. Ich lasse das nicht.
Ah, er kommt mit einem MB-Truck und will ihn. Jetzt will er meinen Anhänger wegbuxieren oder was? So, jetzt kommt Bennett noch mit dem Wasserfass. So, jetzt schieben wir erstmal den MB-Truck hier ein bisschen aus dem Weg. Ach, da hinten kommst du. Gut. Jetzt gibt es hier Revierkämpfe. Ja gut, der MB-Truck ist dann doch ein bisschen stärker wie der Steyr, merke ich. Ja toll, jetzt. Oh, ich organisiere uns mal ein paar neue Anhänger. Ach shit, kann ich gar nicht an. Oder brauchen wir noch einen MB-Truck? Gut, müsste ich mir einen Lohner-Status geben. Den da weg. Oh, fahr mal. Ja. Sehr schön. Problem ist nur, dass die ihren Ding nicht brauchen und. Was brauchen die nicht? Den MB-Truck, der steht da so faul rum, ja, jetzt den und ich will meinen Anhänger wieder haben. Ja, ich verkaufe eben mal schnell und dann. Ja, das ist doch das ist ein schöner Kontostand. Krieg den nicht weg. Aber weißt du was? Ach, bin ja gemein. Nicht rein. Werde ihn jetzt weg. Genau, er ist beschlagen. Ja, entweder du setzt ihn zurück. Oder wir schmeißen jetzt den MB um. Ich wollte bloß den Hänger kurz auf die Seite bringen. Nicht, dass sie. Ja, das Problem zurücksetzen, da müsste ich bei denen in den Hof rein. Egal, wann, ich habe keinen Farmmanager. Aber Farmmanager. Du kannst doch unseren Hänger zurücksetzen. Ich hätte jetzt deren MB-Truck zurückgesetzt. Oh, wenn ich den. Ah, da war er eben. Da ist er. Ja, jetzt hast du den Hänger zurückgesetzt? Ja. Ja. Ah, okay. Aber
Den MB kann man ja trotzdem noch umschmeißen. Und mal gucken, auch wenn wir eigentlich keine Zeit mehr haben. Der ist verdammt schwer. Also ich kriege ihn so. Geht aber vielleicht zu zweit. Oh. Der stellt sich wieder auf die Scheißkiste. Super. Ja, wenn ich jetzt hier wegkommen würde, aber wir müssen langsam Schluss machen. Ja, ich kann dich ja noch rausstücken, weil die hängen jetzt beide am Zaun fest. Wie viel Zeit haben wir denn schon? 21 Minuten. Ja. Na gut, ich bin raus. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten, liebe Leute. Willkommen in bei der letzten Folge von den Crash Dummies oder wie bezeichnet man das? Da gibt es so ein. Hast du ganz kurz, hast du meinen den zurückgesetzten Anhänger auch weggebracht? Nö. Weil der nicht hier ist. Der steht also hier, oder? Wenn der. Der steht hier. Gut, interessant. Ist da der Zurücksetzpunkt? Anscheinend. Gut, wieder was gelernt. Ja gut, das weitermachen. Okay, ich suche mal nach dem Namen von dem Spiel, wo mir einfällt, wo die Autos so gegeneinander fahren und sich gegenseitig kaputt machen. Das haben wir jetzt gerade mit den Taktoren gespielt. Kann man auch mal machen. Ne? Däumchen da lassen, wenn es euch gefallen hat. Wir freuen uns. Tschüss. Ja, auch von mir. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Guckt beim Andi rein und lasst auch ein Däumchen da. Tschüss.